Ja, grüß Gott, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Stimme hat in letzter Zeit ein wenig gelitten, so zwischen Außentemperaturen und Klimaanlagen. Deshalb muss ich ein wenig an dem Mikrofon kleben. Ist es verständlich hinten noch? Gut. Für mich ist es heute ein ganz besonderer Moment, denn seit dem 1. März sind wir in Wien zu zweit. Ich habe eine neue Kollegin, die Frau Dierim, und bin sehr glücklich darüber, dass es der Uni Wien gelungen ist, sie den anderen Unis, die sie haben wollten, wegzunehmen. Und das ist heute unser erster gemeinsamer Auftritt. Sie hat am 1. März angefangen, deshalb freue ich mich natürlich, ich hoffe, dass ich vor der Kollegin bestehen kann. Von dem Vortrag her habe ich mir gedacht, ich bin ja nur das Vorspiel, so wie bei jeder berühmten Band, dann kommt die Frau Dierim, dann haben sie ein tolles Programm, zu dem ich leider nicht mehr hier sein kann. Wenn wir also miteinander reden sollen, müssten wir das direkt nachher, so während des Abendessens tun, denn wir haben ab Montag früh wieder richtigen Semesterbetrieb. Ich habe mir gedacht, der erste Vortrag sollte noch ein bisschen weiter ausholen. So wie ich das gesehen habe und die kleine Umfrage von der Frau Fleck hat das ja bestätigt, sind wir eine sehr heterogene Gruppe. Deshalb werde ich zuerst ein paar etwas allgemeinere Dinge noch zur Sprachensituation sagen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich denke, wenn man sich im schulischen Kollegium oder auch gegenüber Eltern für Mehrsprachigkeit einsetzt, braucht man ja auch ein paar Argumente. Weshalb eigentlich? Ist das nicht alles zu teuer, etc., etc.? Das heißt, ich fange mit so einer kleinen Argumentensammlung an. Und bevor die kommt, möchte ich Ihnen hier vorne die kleine Frage stellen. Halten Sie das für realistisch, dass in 10, 15, 20, 30 Jahren Österreich erklärt, dass im Bildungswesen nur noch Englisch geredet wird? Bei uns an der Uni Wien sind wir schon fast so weit. Viele Institutionen haben englische Bezeichnungen. Vorige Woche musste ich ein Blatt ausfüllen, das nannte sich Fact Sheet und so etwas. Sie kennen das alles. Glauben Sie, wir schaffen das? Das hat es mal gegeben, diese Schlagzeile. Die ist um die ganze Welt gegangen. Die Presse hat sie aufgebracht für die Niederlande. Das Erstaunliche daran ist, die Meldung war falsch. Aber das Erstaunliche ist, alle haben sie geglaubt. In den Niederlanden hat es 3 Wochen lang heiße Debatten im Parlament über die Sprachenfrage gegeben. Und wenn Sie heute in die Tschechische Republik kommen, es glauben inzwischen 30% der Tschechen, dass ihre Sprache in 40 Jahren keine im Lande mehr übliche Sprache sein wird. Und wenn Sie nach Schweden kommen, sehen Sie das auch. Das heißt, wir müssen uns diese Frage schon immer stellen, wenn wir über Mehrsprachigkeit reden. Und die Zahlen im österreichischen Bildungswesen sprechen auch dafür. Wir haben in Österreich eine Situation, die ist besser als in allen anderen EU-Ländern. Es gibt keine vorgeschriebene Schulfremdsprache. Die Schulen können wählen. Sie wählen so, das sehen Sie hier an den Zahlen, dass wir eine riesengroße Zahl an Englischlernenden haben, das ist auch klar. Englisch brauchen wir heute. Also nicht, dass Sie mich missverstehen, da spricht überhaupt nichts gegen. Das Erschreckende sind die anderen Zahlen. Da muss ich mich jetzt hinten, glaube ich, entschuldigen, das, was da unten drunter steht, fürchte ich, können Sie schlecht lesen. Ja? Also man kann das zusammenfassen und sagen, alle anderen Sprachen außer Französisch liegen weit unter der 10 bzw. 5% Grenze, verteilt nach Schularten. Und von den Sprachen, die, wenn wir auf die Landkarte schauen, für Österreich eigentlich besonders wichtig wären, nämlich den Sprachen unserer Nachbarländer, deren Zahlen sind so gering, dass sie in Prozentsätzen, in Statistiken gar nicht mehr auftauchen. Die können Sie nur noch in absoluten Zahlen von 500 bis maximal 1500 nennen. Das Gleiche gilt auch, wenn man sich die EU anschaut mit ihren Sprachen. In dieser EU von ihren 23 Amtssprachen, und ich füge noch Russisch hinzu, sind 5 Sprachen, nämlich die hier rot markierten, diejenigen, die insgesamt 95% des schulischen Sprachenlernens ausmachen. Wobei klar ist, Englisch dominiert da ganz stark. Aber insgesamt haben wir da eine starke Sprachenoligarchie von diesen 5 Sprachen. 4
europäischen plus russisch, als denen, die im Bildungswesen dominieren. Deshalb so ein kleiner Durchgang durch Argumente für Mehrsprachigkeit. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müssten diese Stichworte auch auf dem Handout stehen, was hoffentlich für Sie alle gereicht hat, was da herumgegangen ist. Ich will sie relativ kurz und schnell durchgehen. Das erste ist ein ganz simples: Sprachen haben immer mit Macht zu tun, mit politischer und wirtschaftlicher Macht. Und das ist überhaupt nichts Neues, das war schon immer so. Die Tatsache, dass Englisch und ein wenig noch Französisch heute die Welt so stark dominieren, ist kein Zufall. Die englischsprachigen Staaten und Frankreich haben den Kolonialismus zu einer sehr massiven Sprachenpolitik mit sehr viel auch Gewalt genutzt. Und die Tatsache, dass in Mitteleuropa Deutsch so verbreitet ist, kann man zurückverfolgen zu den Deutschrittern, zur Hanse. Das sind alles keine Zufälle. Ich habe vor einiger Zeit ein Lieblingsdokument entdeckt von einem bayerischen Germanisten. Der hat zur Zeit des Wiener Kongresses, Sie erinnern sich, da hatte Napoleon gerade versucht, Europa französischsprachig zu machen. Hat er ein Buch geschrieben, das nannte sich »Soll es eine allgemeine europäische Verhandlungssprache geben?« 1815 ist dieses kleine Büchlein erschienen. Und der Herr Schmeller überlegt das hin und her und er argumentiert dann wie folgt, ich habe mir ein Zitat herausgesucht, er redet über die Europäer, damals reichte dieses Europa, wie er schrieb, von Petersburg bis Lissabon, von Stockholm bis Neapel, und sagt, das ist eine Familie von vielen Gemeinsamkeiten. Aber diese große Familie von mehr denn 160 Millionen Menschen, so viel waren das scheint es damals, die eins ist in so vielem, zum Teil in geringfügigen Dingen, ist es nicht in anderen von größter Wichtigkeit. Sie gehorcht nicht einem, sondern vielen Häuptern. Sie redet nicht eine, sondern unzählige Sprachen. Man sollte meinen, es wäre besser, wenn alle einem gehorchten, der mächtig während jedem wechselseitigen Zwist mit ewigem Frieden sie beglücken könne. Wenn eine Sprache wäre, mittels welcher sie alle leicht und unmittelbar einander sich verständigen könnten. Schon öfters und erst in jüngster Zeit, wie gesagt, Napoleon steht im Raume, ist ein Gewaltiger aufgestanden, um den lenkenden Stab über alle zu ergreifen und in einerlei Sprache alle sprechen zu lehren. Aber als er schon dem Ziele nahe war, da haben alle sich verzweiflungsvoll erhoben, mit vereinter Kraft, den drohenden einen Herrn, die drohende eine Sprache, abgewendet. Die Weltherrschaft, sagten sie, ist das Grab der Menschheit. Und wahr haben sie gesprochen. Wie gesagt, das war 1815 und in den Akten des Wiener Kongresses, der Kongress hat auf Französisch stattgefunden, die Akten waren französisch, gibt es einen vorletzten Paragraphen, da steht drin, die Sprache des Kongresses und der Akten ist französisch, dies ist kein Präjudiz für die Sprachen im Plural, die in Europa gesprochen werden sollen. Also diese Wiener Kongressabgeordneten waren erstaunlich klug und haben dieses Problem der einen Sprache, nämlich, dass mit ihr eine Art Weltherrschaft, ob wirtschaftlicher oder politischer Natur, sei dahingestellt, erstaunlich früh erkannt. Das zweite Zitat, einige von Ihnen kennen es sicher, ich liebe das, das stammt von einem amerikanischen Außenpolitiker und diese Zeitschrift Foreign Policy ist die renommierteste außenpolitische Zeitschrift, die bringt dieses Machtargument auf einen wunderschönen Punkt. Selten hört man oder liest man es so exklusiv. Es ist im wirtschaftlichen und politischen Interesse der Vereinigten Staaten sicherzustellen, dass wenn die Welt sich hin zu einer gemeinsamen Sprache bewegt, diese Sprache Englisch ist. Und wenn die Welt durch Fernsehen, Radio und Musik immer enger verbunden wird, die Programmierung dieses Angebots amerikanisch ist. Und wenn sich für Telekommunikation, für Sicherheit und Qualität allgemeine Standards durchsetzen, dies amerikanische Standards sind. Und wenn allgemeine Werte vereinbart werden, es solche sind, mit denen Amerikaner gut zurechtkommen.
Ich habe das selber übersetzt, im Amerikanischen heißt es "with which Americans feel comfortable". Sie sehen mir meine etwas schwache Übersetzung an dem Punkt nach. Selten wird das so auf einen Punkt gebracht, wie eng Sprachen und Macht oder Sprache und Macht, und zwar nicht nur im politischen Bereich, sondern das reicht hier ja von der Technik bis in die Werte hinein, wie stark Sprachen da eingreifen. Gut, das zweite Argument ist ein Kostenargument. Zum einen kann ich Sie beruhigen, es hat immer wieder Versuche gegeben auszurechnen, kommt Europa die Mehrsprachigkeit nicht zu teuer? Herausgekommen ist, ich bringe das in das Bild, was es besonders plastisch macht, dass die derzeitigen Sprachen in Europa, deren Förderung jeden europäischen Steuerzahler den Wert von 2 Tassen Kaffee kostet. Im Vergleich dazu, die Landwirtschaft kostet uns 49 Tassen Kaffee. Ich lasse es einfach mal bei dieser Größenordnung, ich könnte Ihnen da Prozentzahlen zu sagen. Also die Behauptung, dass Mehrsprachigkeit zu teuer sei, gegenüber den Kosten, die es bedeuten würde, wenn wir alle Menschen dazu bringen wollten, Englisch oder eine andere Sprache so zu sprechen, dass sie perfekt und auf gleicher Höhe mit anderen Handel treiben, Politik machen etc. könnten, das, soweit man es ausrechnen kann, ist die Einsprachigkeit mindestens genauso teuer und die sozialen, wirtschaftlichen, politischen Kosten sind höher. Und die British Academy hat ausgerechnet, was es Großbritannien kostet bzw. schadet, dass die Engländer nicht genug Sprachen können. Die haben das dann am Ende auf diese Formel gebracht, die ich Ihnen hier projiziert habe. Die mangelnden Sprachkenntnisse fehlen Großbritannien, wenn es mit den Folgen der Globalisierung fertig werden will. Im Guten Handel treiben wie im Schlechten mit Konflikten umgehen können. Mir fällt dabei immer das Beispiel von Tschernobyl ein. Hatte ja gerade Jahrestag, wenn Sie sich erinnern. Plötzlich waren Leute gefragt, die Russisch konnten. Mein Sohn, der Russisch gelernt hatte, vorher haben mich die Leute immer gefragt, warum lässt du deinen Sohn Russisch lernen? Und den haben sie immer gefragt, warum lernst du diese Sprache? Die braucht man doch nicht. Auf einmal war er hochgefragt, seitdem hat er einen tollen Job bekommen. Und natürlich, mangelnde Mehrsprachigkeit reduziert die Investitionen in den Sprachenmarkt. Vielleicht wissen Sie, für Großbritannien ist der Sprachenmarkt der größte im sogenannten sozialen Bereich, wo Gelder erwirtschaftet, Arbeitsplätze gesichert werden. Es gibt keinen größeren in dem Beitrag zur britischen Volkswirtschaft als den Sprachenmarkt. In Österreich ist der sehr viel kleiner, aber wir haben ausrechnen lassen, jeder in die Sprachförderung außerhalb Österreichs interessierte Euro bringt 2,09 € nach Österreich zurück. Also Mehrsprachigkeit bringt Geld, auch wenn sie zunächst scheinbar etwas kostet. Und die EU hat es ausrechnen lassen für den Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Diese Studie, die als ELAN-Studie bekannt ist, da finden Sie die auch im Netz. Sie müssen sich diese furchtbaren Internetadressen nicht aufschreiben. Diese ELAN-Studie hat herausgefunden, in den beteiligten 29 Ländern, dass diese jedes Jahr einen Betrag von ca. 100 Milliarden Euro deshalb verlieren, weil sie Aufträge nicht annehmen können, weil ihnen dafür die jeweiligen spezifischen Sprachkenntnisse fehlen. Da geht es um klein- und mittelständische Unternehmen, eben nicht um die großen Konzerne, die das eventuell mit weniger Sprachen schaffen. Das dritte Argument, es gibt eine skandinavische Linguistin, die Frau Skudnap-Kangas, die vergleicht die Sprachenvielfalt mit der Biodiversität und sagt, man muss das ganz ähnlich sehen, wir wissen das, wenn ich Monokulturen in der Landwirtschaft betreibe, ist das kurzfristig extrem effektiv und langfristig ungeheuer nachteilig. Es laugt die Böden aus und es führt am Ende, ist es ein Irrweg. Und sie sieht das für Sprachen ähnlich. Das Argument, was man in unterschiedlichen Formen finden kann, ist ein ganz simples, Sprachen binden auch spezifische Formen des Wissens und kulturellen Reichtums. Ich schlage Ihnen ein kleines Experiment für Ihren Kopf vor. Überlegen Sie mal schlicht, wie die Jause auf Englisch heißt.
und ob das dann dasselbe ist und ob es sie gäbe, wenn wir das Wort nicht hätten. Denken Sie einfach mal einen kleinen Moment nach. Man kann solche Gedankenspiele weiterführen mit ganz simplen Dingen. Ist ein Event dasselbe wie ein Ereignis oder drücken wir da was anderes mit aus, etc. etc. Das kann man sehr viel mehr vertiefen. Ein Musterbeispiel in den Diskussionen ist die Medizin. Das europäische Wissen um Heilkräuter hat Europa mit den Hexenverbrennungen sozusagen vernichtet. Das muss heute mühsam erfunden oder aus China wieder importiert werden. Und erst ganz langsam merken die Menschen, Dinge, die die Chinesen haben, gibt es bei uns auch, nur fehlen uns die Worte und Namen dafür. Wir haben für bestimmte Pflanzen und ihre Heilwirkungen gar keine Bezeichnungen. Deshalb bedienen wir uns der chinesischen Medizin. Sie können das fortführen. Also die Idee, die dahinter birgt, Sprachen bergen auch einen kulturellen Reichtum und verarmen. Der Europarat, die Europäische Union haben ein weiteres Argument, was sich so bestimmter Slogans bedient, Democratic Citizenship, Social Cohesion sind die entsprechenden Wörter. Die Idee dahinter ist eine ganz einfache, dass wir in Europa ein offener sozialer Raum sind und dass die Teilhabe an diesem Raum und an seinen demokratischen Prozessen Sprachen voraussetzt. Niemand von uns zwingt einen EU-Abgeordneten, eine Französischprüfung zu machen und eine Englischprüfung und zu sagen, können wir den nach Brüssel und Straßburg schicken. Sondern das setzt schon voraus, dass wir investiert haben in Dolmetsche, in Wörterbücher und dass Menschen sich ihrer eigenen Sprache bedienen können. Das heißt, dass wir in Europa auf Leute treffen, die unsere Sprache sprechen und umgekehrt wir in der Lage sind, zumindest die ein oder andere zu sprechen. Nicht zuletzt, auch das kommt sehr klar bei solchen Untersuchungen heraus, je weniger sprachig ein Land ist, umso weniger Respekt herrscht in diesem Land vor Minderheiten. Das können wir für Österreich im Kopf einmal durchspielen. Ob die Bereitschaft, bestimmte Sprachen nicht wertzuschätzen, auch irgendwo zusammenhängt mit unserem Verhältnis zu sprachlichen und anderen Minderheiten. Deshalb betreibt der Europarat, dem ja sehr an einer menschenrechtsorientierten Entwicklung Europas gelegen ist, sehr massiv mit diesem Argument Democratic Citizenship, demokratische Bürgerschaft, Teilhabe aller, eine Mehrsprachigkeitspolitik, weil die Folgerung klar ist, Einsprachigkeit führt immer zur Ausgrenzung von Menschen, die das nicht oder nicht so gut schaffen mit dieser einen Sprache. Ja, und das letzte Argument ist das, was für Sie und uns alle von besonderer Bedeutung ist. Wir wissen, dass Teilhabe an unserer Gesellschaft hochkomplexe Sprachfähigkeiten voraussetzt. Komplexe Sprachfähigkeiten, die über das hinausgehen, was Alltagssprache betrifft. Einige von Ihnen haben alle diese Erfahrung gemacht. Man hat Schülerinnen und Schüler, die sind in der Volksschule prima, immer dabei, mündlich prima, auch Kinder mit Migrationshintergrund. Dann denkt man, die kann ich für die AHS empfehlen. Und nach einem Dreivierteljahr auf der AHS scheitern sie, weil da plötzlich eine andere Sprachqualität auftritt, die nichts mehr mit Umgangssprache zu tun hat, die der Herr Cummins die Cognitive Academic Language Proficiency nennt, im Gegensatz zur alltagssprachlichen Kompetenz. Wir haben uns im Deutschen angewöhnt, entweder von Textkompetenz oder von bildungssprachlicher Kompetenz zu reden. Das ist eine spezifische andere Sprachform, die man braucht für Bildung, für Teilhabe an einer komplexen Gesellschaft. Mehrsprachigkeit trägt ganz entschieden zu dieser Entwicklung von Bildungssprache bei, und zwar aus einem ganz simplen Grund. Sobald ich eine zweite Sprache lerne und erst recht mit der dritten, kann ich mein Gehirn gar nicht stoppen. Es fängt an, Sprachen zu vergleichen, zu analysieren. Das sind, wie Sie alle wissen, wichtige kognitive Aktivitäten, die unser Gehirn weiterbringen, die uns Einsichten geben.
die uns dazu bringen, tatsächlich mehr von Sprachen zu verstehen, inklusive unserer eigenen. Sie wissen das alle, wenn ich meine muttersprachlichen Germanistikstudierenden in der Vorlesung darum bitte, mir eine Regel zu geben, nach welcher Regel wird der Plural feminin im Deutschen gebildet oder so etwas, dann sind sie alle still, die sich melden können, sind die ausländischen Studierenden. Die kennen die Regeln. Und die können sie auch erklären, weil sie dadurch, dass das in ihrer eigenen Sprache anders ist, begonnen haben, über Sprache nachzudenken. Also Mehrsprachigkeit ist relativ eng mit diesen bildungssprachlichen Kompetenzen verbunden. Deshalb hat der Europarat das auf eine schöne Formel gebracht. Er hat gesagt, das tut sich alles nicht von selbst. Wenn man Sprachenvielfalt will, dann muss man da etwas tun. Man muss gegen bestimmte Vorurteile und Tendenzen angehen. Die Leute glauben nämlich alle, Englisch reicht, auch wenn es nicht stimmt. Sie glauben, dass man Sprachen nicht braucht. Das hat auch viel damit zu tun. Ich selbst halte es für einen gravierenden Fehler, dass man mit Englisch im Kindergarten anfängt. Da lernt man als allererstes im Kindergarten, vermutlich auch in der Schule, lernt man Dinge, die man außerhalb des Kindergartens nicht braucht. Also Lernen ist überflüssig. Das finde ich eine ganz fatale Weichenstellung für die Einstellung von Kindern zum Lernen. Die sollten im Kindergarten was lernen, was sie auch außerhalb brauchen. Dialekt und Hochsprache kann sowas sein. Sprachen von Migrantenkindern im Grätzl oder. Deshalb muss man dem, was hier steht, counteract den Misperceptions, den Missverständnissen. Wenn man das nicht tut, landet man da, wo wir derzeit sind. Wir haben eine sogenannte Elite-Mehrsprachigkeit in Österreich, einen kleinen Prozentsatz von lediglich etwa 15% Schülern und Schülerinnen, die mehr als eine Fremdsprache in unserem Bildungswesen lernen. Und wir haben eine Armutsmehrsprachigkeit, das ist die Mehrsprachigkeit der Migrantinnen und Migranten, die nichts zählt. Österreich hat für mich, ich habe das mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen und hier im Saal sitzen ja noch einige, die sich daran beteiligen, angefangen, diese Gegensteuerung 2006 bis 2008 mit dem Sprachunterrichtsprofil. Auf der Literaturliste finden Sie die Titel, auch die Internetseiten. Zumindest mal eine Bestandsaufnahme und Ideen, wie man das weitermachen muss. Ich habe Ihnen auch mitgebracht zum Blättern nachher diese kleine Broschüre. Unsere Gesellschaft ist mehrsprachig, unsere Bildung auch? Fragezeichen. Drunter steht zum Glück Maßnahmen für ein Gesamtkonzept sprachlicher Bildung in Österreich. Also ich denke, es gibt in dieser Situation einen Ansatz, das zu ändern. Aber wir alle müssen dafür sorgen, dass diese Ansätze nicht wie so viele gute Ansätze dann ganz schnell irgendwo stecken bleiben. Noch kürzer muss ich mich fassen bei dem kleinen Blick darauf, dass Mehrsprachigkeit ja viel mit der Persönlichkeit von Menschen zu tun hat. Wir haben nicht die Zeit. Denken Sie ganz kurz drüber nach. Wie wäre das, wenn Sie in Ghana geboren wären? Ghana liegt in Afrika. Deutsch wäre Ihre Muttersprache. Ihre Eltern wären, was weiß ich, Geschäftsleute, Missionare, Politiker. Sie wären damit Deutsch geboren. Wie sähe Ihre Karriere aus? Ghana ist ein interessantes Land. Mit etwa 60 Sprachen, davon sind 12 zugelassene Unterrichtssprachen. Diese Sprache Ewe, wo ich Ihnen vorgeschlagen habe, denken Sie mal drüber nach, spricht eine knappe Million von etwa 18 bis 20 Millionen Einwohnern in Ghana. Was passiert, wenn man diese Sprache hätte? Was passiert, wenn man Deutsch in Ghana hätte? Mit welcher Sprache hätte man welche Karrierenchancen? Schreiben Sie einmal, wenn Sie Langeweile haben oder denken, daraus ließe sich eine hübsche Geschichte machen, Ihren fiktiven Lebenslauf. Was wäre mit mir passiert, wenn ich mit einer anderen Sprache in einem anderen Land oder mit einer anderen Sprache in Österreich aufgewachsen wäre? Wie wäre das denn, wenn Sie mit Ewe als Muttersprache in Österreich aufgewachsen wären? Die erste Wahrscheinlichkeit wäre, dass Ihre Hautfarbe dunkel ist. Nicht unbedingt, aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit.
Jetzt können wir darüber rätseln, dass wahrscheinlich nicht nur die Sprache, sondern auch die Hautfarbe ihren Lebensweg sehr stark bestimmt hätte. Aber beides kommt da eventuell auch zusammen. Ein englischsprachiger Afrikaner hat es immer noch leichter als einer mit Ewe als Muttersprache. Sprachen haben ganz viel mit unserer Identität zu tun. Ich will das hier nur andeuten, mit unserer persönlichen. Mit Sprache fühlen wir uns als ich, mit unserer familiären, sozialen Identität, aber natürlich auch mit unserer kulturellen und gesellschaftlichen Identität. Wo gehören wir hin? Das Problem unserer Gesellschaft ist, dass sie eine monolinguale Identitätserwartung hat. Jeder Mensch muss eine richtige Sprache haben. Ich erinnere mich noch gut, unter anderem dank Frau Flecks Hilfe ist das inzwischen geändert, dass bei den Schuleinschreibungen man immer nur eine Muttersprache angeben konnte oder Herkunftssprache. Was haben denn die armen Kinder gemacht, die daheim zwei oder drei hatten? Und was haben die gemacht, die gar nicht wussten, wie ihre Sprache heißt? Oder die, deren Eltern ihnen daheim gesagt haben, wir schätzen, dass das etwa 3% aller österreichischen Schulkinder sind, die daheim gesagt kriegen, sag in der Schule nicht, welche Sprache wir zu Hause sprechen. Regional übrigens sehr unterschiedlich, wie der Druck auch auf österreichische Staatsbürger, die zur Schule gehen, ausgeübt wird. Wir haben in unserer Gesellschaft, das müssen wir immer wissen, die Erwartung von Monolingualität. Einige von Ihnen kennen dieses Bild ja. Dieser Bub spricht hervorragend Deutsch, aber er denkt genauso einsprachig wie wir. Oder wir haben die Sprachkonflikte. Wo bin ich zu Hause? Ich habe Ihnen das, ja richtig, aus der Arbeit von der Frau Brisic, die hat eine schöne Sammlung von Interviews, weshalb Kinder in der Schule die falschen Sprachen angeben, wenn sie gefragt werden, welche Sprache sprichst du zu Hause? Zum Beispiel, weil sie das Wort nicht mögen, wie wir ihre Sprache aussprechen, sage ich mal dazu, oder weil sie Mitleid mit der Direktorin oder Lehrerin haben und denken, die kennt die Sprache nicht, habe ich eine andere genannt. Frau Brisic hat ihr Buch Das geheime Leben der Sprachen genannt. Ja? An unseren Schulen führen manche Sprachen ein geheimes Leben. Man kann das so sagen, die meisten Menschen haben in ihrem Kern eine Erstsprache, wenn es gut geht, mehr, und jetzt kommt eine Aufnahmesprache dazu. Und das Problem ist im Augenblick, wir tendieren dazu, die Erstsprache oder die Erstsprachen zu verdrängen und zu sagen, in den Kern gehört bitte Deutsch. Dabei sollte das ein offenes, dynamisches Modell mit diesen Sprachen sein. Mal braucht man die eine mehr, mal die andere. An dem einen Ort die eine, an dem anderen die andere. Bei Kindern, ich fand das sehr schön, als Sie vorhin mit Dialekt angefangen haben. Beim Dialekt ist unsere Schule noch so weit. Es gibt Lehrpläne und Schulratgeber, die sagen, wenn die Kinder in die Schule kommen in der ersten Klasse, bitte den Dialekt nicht gleich verbieten. Ein bisschen noch singen und spielen im Dialekt, aber natürlich soll dann schnell eine Standardsprache hinein. Beim Dialekt akzeptieren wir das, bei anderen Sprachen erstaunlicherweise nicht, diese Einsicht. Es gibt manchmal so Dokumente, die zeigen das prima. Das werde ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Der Bub schreibt, Serbisch ist seine Muttersprache. Auf die Frage, wie wichtig ihm die ist, schreibt er dazu, oberster Punkt, nicht so wichtig. Meine Muttersprache ist mir nicht wichtig, wiederholt er nochmal. Aber auf die Frage, mit wem spricht er sie, schreibt er dazu, ich spreche sie mit meinen Eltern, Bekannten, Freunden und Brüdern. Aber sie ist ihm nicht so wichtig, schreibt er. Wie gut spricht er sie? Sehr gut, perfekt. Wie oft braucht er sie? Nicht so oft, besser gesagt, nie. Hast du Unterricht in deiner Sprache? Nein. Kannst du in deiner Muttersprache schreiben? Ja und nein. Tust du dich leichter auf Deutsch oder in der Muttersprache? Ja. Ja, dieser arme Bub, der ist uns aufgesessen. Er hat etwas gelernt in seiner Schule. Er hat in seiner Schule gelernt, es ist besser, wenn ich sage, meine Muttersprache kann ich nicht und sie ist nicht wichtig. Aber so ganz kriegt er es aus seinem Kopf nicht heraus. Er illustriert diesen geteilten
Menschen. Das, was wir linguistisch die Konfliktzweisprachigkeit nennen, sehr gut. Besser wäre es natürlich, dass wir nicht unterscheiden, sondern dass wir sagen, ein Mensch und seine, ihre Identität besteht aus vielen Sprachen. Jede findet ihren Platz, hat ihren Platz. Es gibt Kinder, die illustrieren das wunderbar. Ja? Kroatisch mit Bosnisch vermischt, spricht sie mit der Familie, Arabisch in der Moschee, Französisch in der Schule etc. Kinder kriegen, solange wir sie nicht bedrängen, ihre Sprachen wunderbar in ihre Identität hinein, finden Orte für ihre Sprachen. Und wenn man dann eine Sprache braucht, die die Eltern nicht verstehen sollen, erfindet man noch eine etc. etc. Kinder sind eigentlich gut im Umgang mit Mehrsprachigkeit, bis unser Bildungswesen ihnen das austreibt. So, und deshalb spare ich mir jetzt, das ist noch so ein wunderschönes Beispiel für diese gelungene Mehrsprachigkeit unserer Kinder. Ich lasse Sie das nur ganz kurz lernen. Dieses Mädel hat überhaupt kein Problem mit ihren vielen Sprachen. Nur unsere Schule hat sie. Ich springe ein wenig. Wir gehen nämlich damit um, dass wir zwar einerseits sagen, alle sollen Englisch lernen und noch ein bisschen Französisch, aber der Rest interessiert uns nicht. Fort damit. Deutsch her. Als Germanist darf ich mich ja über Deutsch-Obsessionen beklagen. Ich hoffe, Sie nehmen mir ab, dass ich trotzdem daran interessiert bin, dass alle Kinder gut Deutsch lernen. So, wir wissen einiges über diese Mehrsprachigkeit. Noch ein paar Argumente. Wir wissen, dass der Deutscherwerb nicht linear direkt, aber doch in einem komplexen Wechselspiel zur Beherrschung, zur Einstellung zu den Muttersprachen steht. Kinder mit größerem oder mittelmäßigem Interesse an ihrer Muttersprache schneiden in Deutsch besser ab als Kinder mit wenig muttersprachlichem Interesse. Und Kinder, deren Interesse an der Muttersprache nicht mehr wahrnehmbar ist, haben in Deutsch besonders große Probleme. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist die Erkenntnis der Spracherwerbsforschung. Die ist auch relativ einfach zu verstehen. Unser Gehirn ist nicht ein Kasten mit Schubläden drin, wo die Sprachen getrennt sind, sondern als Menschen haben wir einen Gesamthaushalt in Sprachen. Ich springe jetzt ein bisschen. Die Irrsprachen sind wichtig, die mitgebrachten Sprachen sind wichtig. Auch für den erfolgreichen Erwerb der deutschen Sprache. Mehrsprachigkeit macht schlau, ich habe das vorhin schon angedeutet, auf den Nenner kann man das bringen. Das beginnt mit den mentalen Vorteilen der Weiterentwicklung unseres kognitiven Apparats, dem höheren Sprachbewusstsein, was das Erlernen jeder weiteren Sprache erleichtert, über die interkulturellen Vorteile. Und ich nenne immer gern den allerletzten Punkt, die Frau Bialystok in Kanada kann es beweisen, dass je mehr Sprachen man lernt, bis ins hohe Alter hinein, umso später taucht die Demenz auf. Sehen Sie mal nach, dass für mich der Punkt wichtig ist. So, jetzt gehen wir ein bisschen ans Konkrete. Wenn Sie im Unterricht sich auf Mehrsprachigkeit einlassen, ist ganz wichtig, dass klar ist, Kinder sollen schon wissen, die Hauptsprache in unserem Schulwesen ist, außer in bestimmten Schulen, die eine eigene Sprachenkonzeption haben, Deutsch. Das sollen Sie wissen und merken, nur keine Deutsch-Obsession. Es gibt sozusagen für die deutsche Sprache keine Reinheitsgebote. Einsprachigkeit ist keine Tugend, sondern wer Sprachen mischen, wer zwischen Sprachen wechseln, switchen kann, der kann etwas ganz Tolles. Das Zweite ist mindestens genauso wichtig. Wir alle haben im Umgang mit unseren Lernenden mit Sprachen zu tun, die wir selber nicht können. Da droht natürlich Kontrollverlust. Das setzt voraus, dass wir irgendwann anfangen, unseren Schülerinnen und Schülern zuzutrauen, dass der Unfug, den sie machen, wenn wir sie als Sprachexperten in einer Sprache, die wir nicht können, heranziehen, dass der begrenzt ist. Und ich kann Sie beruhigen, natürlich machen sich Schüler und Schülerinnen ab und an einen Scherz.
wenn Sie fragen, was heißt das Wort in deiner Sprache. Aber den korrigieren Sie ganz schnell auch wieder. Denn die meisten Schülerinnen und Schüler sind so stolz auf ihre mitgebrachten Sprachen, dass sie das gar nicht schaffen, damit nur Unsinn zu machen. Außerdem gibt es dann immer andere, die korrigieren und gerne Lehrer und Lehrerin spielen und sagen, na, das stimmt nicht. Und das Dritte ist natürlich, sorgen Sie dafür, dass Sprachen in Ihrem Unterricht nicht unterdrückt werden. Und jetzt reden wir noch relativ schnell. Ich werde nicht mehr überziehen, Inchi, als die 10 Minuten, die ich später angefangen habe. Jetzt gehen wir schnell durch ein paar Dinge durch. Ich muss Ihnen das ja nicht erzählen, dass es in Österreich wunderbare Beispiele für den Umgang mit Mehrsprachigkeit an Schulen gibt. Diese Broschüre gibt es, glaube ich, nicht mehr als Broschüre, Frau Fleck, aber kann man sie noch herunterladen? Wir müssten sie neu machen, weil eine CD dabei ist. Ja, tun Sie das, kann ich nur sagen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man in einer Schule gut mit Mehrsprachigkeit umgeht. Der Stolz auf die Sprachen. Wenn Sie in diese Schule hereinkommen, sehen Sie immer irgendwo ein Poster, wo steht, wie viele Sprachen in der Schule gerade zu Hause sind. Ob 10 oder 12 oder mehr. Ich habe Ihnen, das haben Sie auch auf dem Handout, 7 kleine, ganz praktische Punkte, wie man mit der Mehrsprachigkeit anfangen kann, notiert und gehe die noch ganz kurz durch. Sie haben die alle schriftlich, müssen Sie also nicht abschreiben. Der erste ist ganz gut. Ich hatte gedacht, vielleicht haben wir mehr Zeit, dann hätte ich jetzt mit Ihnen eine kleine Diskussion gemacht. Aber die Frau Lang hat mich eben mit einem schönen Buch überrascht. Die hat etwas Nettes gemacht. Sie können sie ja während der nächsten Tage noch ausquetschen. Sie hat mit ihren Schülern, das sind zwar Erwachsene, aber das geht mit allen Schülern, ein mehrsprachiges Wörterbuch gemacht, wo alle Schüler zu beigetragen haben. Sieht schön und farbig aus. Kinder lässt man vielleicht noch mehr dazu malen als die Erwachsenen. Der Witz dabei ist, das kann man in jedem Unterrichtsfach auch noch einmal machen. Denn im Turnen lernen Ihre Kinder auch Wörter, die nützlich sind. Machen Sie auch da ein kleines mehrsprachiges Wörterbuch. Was heißt denn das, was wir da jetzt machen in den Sprachen, die in der Klasse versammelt sind? Beim Zusammentragen wird übrigens viel Deutsch geredet. Sie kennen alle diese schönen Überlegungen, wo unsere Wörter herkommen. Ich habe ein paar offen gelassen. Diese Liste habe ich das erste Mal vor 5, 6 Jahren in einer Schulklasse in Wien zusammengestellt. Da hatten die Schüler noch 2 Wörter genannt. Die haben sie mich gebeten, hinterher wieder zu streichen. Als ich sagte, darf ich die Liste vorzeigen? Das waren die Leute Sex und Kill. Fanden sie, es wäre besser, ich würde nicht zeigen, dass in ihrer Klasse solche Wörter bekannt sind. Wissen Sie, wo sie herkommt, die Jause? Ja, Frau Fleck weiß es. Ja. Ist wichtig für unsere Schüler, auch für die Österreichischen, dass sie merken, so etwas Schönes wie die Jausen haben wir auch importiert. Es gibt wunderschöne Fremdwörter, man kann das auf allen Lernstufen machen. Wo kommen die Wörter in unserer Sprache her? Welche sind eingewandert, aber auch welche Wörter sind ausgewandert? Wissen Sie, was ein Kannichseenboot ist? In Afrikaans, ein Kannichseenboot? Ja, so heißt auf Afrikaans das Unterseeboot. Das ist, wenn man so will, eine ausgewanderte Wendung aus dem Deutschen. Kannichseenboot. Und der Schlag ist natürlich netterweise auch ausgewandert in unsere Nachbarländer. Wenn Sie eine mehrsprachige Klasse haben, kann man wunderschöne Wörterbücher, Landkarten, wo wandern Wörter hin und her machen. Ich möchte Sie dazu ermuntern, Sie selbst lernen dafür viel Sprache. Es hat sich ja eben beim Aufstehen gezeigt, wir können alle noch ein bisschen Sprache dazu brauchen. Da fangen wir mal mit Wörtern an. Ist gar nicht so schlecht. Sprachlernerfahrungen sind ganz wichtig. Sprachbewusstsein ist etwas, was die mehrsprachigen Kinder den einsprachigen, deutschsprachigen voraus haben. Die sollten wir da einbeziehen.
Spracherfahrungen im Unterricht ganz systematisch sammeln. Das kann man, wenn man Geografie macht, wenn man Deutsch macht, wenn man Englisch macht. Das geht auch in ganz vielen Unterrichtsfächern. Sprachenportfolios haben da natürlich eine besondere Stärke, dass sie es erlauben, solche Sprachenbiografien zu machen. Also das brauchen Sie gar nicht im Detail zu sehen. Sie wissen alle, Sie haben, hoffe ich, inzwischen alle Zugriff auf Sprachenportfolios. Über die kann man sich hier und da ärgern, aber den Teil Sprachenbiografien, den rate ich Ihnen in mehrsprachigen Klassen herauszunehmen. Lerntechniken sind nützlich. Das fängt damit an, dass man Lernenden Texte gibt, von denen man schon vorher weiß, dass sie überfordern und sagt, was versteht ihr denn? Und dann machen Sie es bitte nicht so, dass Sie sagen, unterstreicht alle Wörter, die ihr nicht könnt, sondern machen Sie es mal so, sagen Sie, nehmt einen Bleistift und streicht alle Wörter aus, die ihr nicht könnt. Dann bleibt was übrig und vielleicht verstehen wir damit schon genug. Man muss nämlich netterweise zum Beispiel im Deutschen nicht jedes Wort verstehen, um einen Text zu verstehen. Das ist eine Technik. Die muss man den Lernenden als Technik bewusst machen. Und sagen, so geht ihr bitte in Zukunft an jeden Text heran. Nicht mal erst sagen, oh, der ist so lang oder das dritte Wort kenne ich nicht, also lege ich ihn erst mal wieder weg. Sondern sagen, alles weglassen, was man nicht kann und dann mal schauen, was ist schon drin. So ein paar Faustregeln, Lernstrategien im Umgang mit Sprache. Wenn Sie Glück haben, tut eine Ihrer Schülerinnen oder Ihrer Schüler das, was ich dann auch mal erlebt habe, dass jemand sagte, ich habe gehört, du kannst nur ganz wenig Türkisch. Jetzt zeige ich dir mal ein Stück geschriebenes Türkisch und mach das mal so. Was kennst du denn davon? Zum Glück kannte ich zwei Wörter in dem langen Text. Da habe ich schon ein genügend bekommen von dem Schüler. Kontrastiv arbeiten mit mehreren Sprachen, bitte unbedingt, unbedingt, ja. Wissen Sie, wie der Hahn kräht, in welcher Sprache? Erinnern Sie sich noch ans Französische oder wissen Sie es beim Englischen? Lassen Sie die Liste von Ihren Schülerinnen und Schülern komplettieren. Dasselbe gilt für Hunde, für Pferde, für alles Mögliche. Ich habe Ihnen die kleine Auflösung hier hingeschrieben, die linke Spalte von oben nach unten, falls Sie mal bei Assinger landen. Schweizerisch, Französisch, Deutsch, Schwedisch und rechts Ungarisch, Portugiesisch, Rumänisch und Britisch. Kann das auch ganz anders machen. Jeder darf mal eine Entschuldigung in seiner eigenen Sprache mitbringen oder in einer anderen Sprache, die er oder sie noch kann. Das motiviert Schüler und Schülerinnen sehr. Also überlegen Sie, wie können Sie im Unterricht Sprachen lebendig machen? Natürlich ist die nächste Frage, dass Sie dann sagen müssen, nur übersetzt mir das aber mal bitte, und zwar Wort für Wort, damit ich erkenne, wie die Sprache gebaut ist und sehe, ob das auch wirklich eine Entschuldigung ist, etc. Man kann das sehr weit treiben. Ja? In welchen Sprachen drückt man das wie aus? Ja? Für Schüler, die es lieber systematischer haben, oder auch Lehrer und Lehrerinnen, die es lieber systematisieren. Also durchaus nicht bitte täglich, nicht immer. Aber wo es sich einmal anbietet, auch einmal Sprachen vergleichen lassen, sodass Ihre Schülerinnen und Schüler merken, wir sind als Sprachexperten, als Sprachexpertinnen gefragt. Denn wir können was, was unsere Lehrerin nicht kann. Was glauben Sie, wie stolz die heimgehen und von der Schule erzählen, wenn sie noch jünger sind? Ja, übersetzen natürlich genauso. Wir leben in einer Welt der mehrsprachigen Texte. Nehmen Sie die und geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern interessante Aufgaben dazu. Zum Beispiel die Aufgabe, in welcher Sprache gibt es einen Fehler?
Viele dieser Texte, wenn Sie sich einen Computer kaufen, die deutschen Anleitungen sind in katastrophalem Deutsch. Oder eine Kamera. Ja? So wie hier mein französischer Strafzettel. Stellen Sie Fragen dazu, wenn man will, kann man damit Spracheunterricht machen. Wortschatz aufrufen. IKEA ist eine Fundgrube. Sie können heute bei IKEA nichts mehr kaufen, ohne Anleitungen in etwa 11 bis 15 Sprachen zu bekommen. In fast allen Sprachen, die in Ihrer Klasse zu Hause sein können. Und da kann man auf ganz tolle Entdeckungsreise gehen. Wo gibt es Fehler? In welcher Sprache drückt man sich am kürzesten aus? Lohnt sich die vielleicht zu lernen oder sich mit der zu beschäftigen, weil sie so schön kurz ist? Aber auch gibt es ähnliche Bezeichnungen. Die kann man mal raus. Ich habe Ihnen das hier getan. Der Grill in verschiedenen Sprachen. Schüler finden das tricky. Auf einmal merken sie, Sprachen sind gar nicht so schwer. Ja? Also schließlich lassen Sie Lernende selber entdecken. Das, was hier steht, ist das Ergebnis, das hat eine kleine Schülerinnengruppe in Wien gemacht. Die hatten die Aufgabe, sie haben das Muster gekriegt, ihr kennt alle das Wort Zentrum. Geht durch die Stadt und bis in einer Woche bringt ihr eine Liste von Wörtern, für die ihr in der Stadt seht und wo ihr denkt, vielleicht sind die gar nicht deutsch, sondern englisch oder was anderes. Einer hat dann auch Balkangrill mitgebracht und gesagt, das ist doch sowas. Und wer das hatte, brauchte dafür zwei andere Hausübungen nicht zu machen. Die sind wunderbar gegangen, diese kleine Liste, auf die hat sich die Klasse geeinigt und gesagt, die finden sie besonders schön. Das sind interessante Wörter. Die haben sie alle in Wien in mehreren Sprachen gefunden. Das spare ich mir jetzt. Aber wichtig ist der Punkt, Mehrsprachigkeit zum Thema machen. Das heißt, wenn Sie mit so vielen Sprachen reden, irgendwann mit Ihren Schülerinnen und Schülern darüber reden. Ich habe Ihnen auf die Literaturliste diesen hübschen kleinen Aufsatz von der Frau Ohmen-Welke notiert, wo man das sehr schön nachlesen kann. Sie hat so ein 6-Punkte-Programm von Sprachen zulassen, bis sich auf Fremdes einlassen und fremdem Sinn zutrauen, was ich Ihnen sehr als Lektüre empfehle. Es gibt inzwischen in Europa einen zweiten Ansatz zu dieser Mehrsprachigkeit. Die Europäische Union hat sich gesagt, wenn wir wollen, dass alle Europäer Sprachen lernen, müssen wir uns etwas Didaktisches einfallen lassen. Und sie hat 3 Projekte in Gang gesetzt, die auf diese schönen Kürzel Eurocom hören. Eurocom Germ, Eurocom Slav, Eurocom Rom. Und die Idee ist, wenn ich eine Sprache lerne, lerne ich Sprachen der jeweiligen Sprachfamilie, zumindest fürs Lesen oder Hören, mit. Gemeinsames Lernen mehrerer Sprachen. Für Eurocom Germ heißt das, wenn ich schon Englisch kann, habe ich es in Deutsch ziemlich leicht, weil das Englisch benutzt wird. Und wenn ich gar Englisch und Deutsch kann, kann ich zum Beispiel Dänisch, Niederländisch, Schwedisch relativ leicht zumindest lesen und verstehen. Mit Niederländisch habe ich es ausprobiert, geht es wunderbar. Mit Isländisch hatte ich dann so doch meine Mühe. Den Buchtitel finden Sie auf der Liste. Und da sind, Sie sehen, das überlappt sich mit dem, was ich Ihnen genannt, die nennen das die 7 Siebe. Das sind sozusagen die 7 Filter, mit denen ich mir einen Text in einer Sprache, die ich nicht oder ganz wenig kann, leichter machen kann. Ich suche nach Internationalismen, ich suche nach Funktionswörtern, erkenne ich das wieder, dass an bestimmten Stellen immer ein bestimmtes Wort steht. Ich suche nach Lautentsprechungen etc. etc. Ich kann Sie im Augenblick nur darauf hinweisen, das Buch liegt auch hier vorne, wenn Sie nachher nochmal reinschauen wollen. Ja, und zum Schluss, diese Punkte habe ich Ihnen auch auf das Handout geschrieben, müssen Sie wissen, mit mehreren Sprachen im Unterricht arbeiten bedeutet erstens, ich muss mit den Eltern reden, damit die nicht denken, im Deutschunterricht oder beim Rechnen auf einmal andere Sprachen, mein armes Kind lernt was Falsches. Ich muss den Eltern klar machen, dass da etwas hintersteht. Zum Beispiel der Trick, das Kind schlau zu machen, den kognitiven Apparat zu stärken durch Sprachvergleich, etc. etc. Ich muss den Eltern auch sagen,
dass sie am Ende die Sprachen, die man braucht, zum Beispiel Englisch, wirklich gut können, kennen. Kann man den Eltern garantieren und sagen, der kleine Ausflug, den wir eventuell in andere Sprachen machen, der schadet nicht, sondern er nützt, kriegen sie von mir schriftlich. Etc., etc. Ganz nützlich ist, dass Lehrkräfte, das gilt vor allem für die AHS, zusammenarbeiten. Es ist natürlich eine Katastrophe, wenn die Lehrkraft, die für Deutsch-Muttersprache zuständig ist, die sich um Deutsch für Migrantenkinder kümmert und die Englisch oder Französisch unterrichten, nicht miteinander reden. Und eigentlich müssten die auch noch mit den Lehrern in anderen sprachintensiven Fächern, so wie in Mathematik oder Geschichte, reden, weil viele Kinder da an den Sprachkenntnissen scheitern. Und dass man sich gemeinsam sozusagen etwas überlegt. Wie gesagt, Sie haben dieses kleine 9-Punkte-Programm, das sind so die Achtung-Dinger. Was muss ich machen, wenn ich an meiner Schule Mehrsprachigkeit lebendig machen will? Versuchen Sie es nicht, wäre mein guter Rat, als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer, sondern versuchen Sie ein wenig in Ihrem Kollegium, ich gebrauche mal in Anführungszeichen das Wort missionieren, ziehen Sie die Eltern auf Ihre Seite und suchen Sie sich sprachkundige Schülerinnen und Schüler. Benutzen Sie die als Bundesgenossen, die vorführen, wie schön das ist mit so verschiedenen Sprachen. Da wir jetzt durch die knappe Zeit, auch dadurch, dass ich trotz guter Vorsätze zu viel geredet habe, wenig Zeit haben, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich verspreche die nicht sofort, aber doch, wenn Sie Puchberg dazu schreiben, in Betreff, die zu beantworten. Schönen Dank und reden können wir zumindest noch beim Abendessen, hoffe ich. Danke sehr.